So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Let's go Pikachu. Wir machen heute weiter. Und zwar mit den Top 4. Das passt soweit alles fürs Team. Und zwar, heute geht es Siegfried an den Kragen. Ja. Hallo Siegfried. Das ist der Champ, liebe Leute. Aha, du bist also Kev Gaming. Ich bin Siegfried, Drachenprofi und überhaupt der Top 4. Also Drachen-Pokémon sind mystische Lebewesen und Gegenstand zahlreicher Legenden. Sie lassen sich nur schwer fangen und vor allem trainieren. Doch die benutze ich, denn so gut trainiert sind sie nahezu unbesiegbar. Wir können also derart robust das halbherzige Angriff einfach an ihn abprallen. Ja, Dragoran, ne? Aber gut, dann lass es mal anfangen. Oder hast du vor, einfach zu kneifen? Los geht's. Heute geht's ihm, wie gesagt, Champ an den Kragen. Wir wollen ja unserem Freund Siegfried an den Kragen, wie gesagt. Er fängt an mit Simon. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Durchbruch hinterher. Aber leider der Donnerblitz sollte es schon erledigen. Oh, das tut es auch. So, der erste von ihm ist schon mal down. Das ist Simon gewesen, auf jeden Fall. Bye, bye. Erreicht für 57 Meter Floor. Jetzt kommt Aerodactyl. Also eigentlich sollte es kein Problem sein. Auch Aerodactyl sollte nicht das Riesenproblem sein. Das reicht doch nicht ganz. Aber der Erdbeben tut weh. Aber nicht so, wie er das vielleicht erwartet hatte, sondern er verabschiedet sich. Der ist Nummer 2, liebe Leute. Nummer 2 ist schon down. So, jetzt kommt der Gyarados. Also er hat nur 5, also hat auf jeden Fall nur ein Dragoran. Zwei Dragoran, vermute ich mal. So, ich glaube, allein der Donnerblitz sollte er schon killen. Das ist soweit klar. Und das ist... Gyarados ist auch schon down. Also, an Siegfried fliegen wir jetzt mittlerweile soweit vorbei. Aber ich vermute, dass er doch etwas in der Hinterhand hat. Jo, ein Glurak auf jeden Fall hat er noch. Und da geht es auf jeden Fall jetzt weiter. Und einmal Surfer, bitte. So, er frisst auf jeden Fall erstmal den Donner. Donnerblitz, oder? So, wenn Körper jetzt auch angreifen kann, ist... Oh, Glurak ist ja paralysiert. Und die Paralyse, die greift auch direkt. Also, ja, das war's auch schon für den Glurak. Also, Siegfried kommt überhaupt nicht zum Zuge. Bisher zumindest nicht. So, aber jetzt kommt seine große Gefahr, oder unsere große Gefahr, nämlich Dragoran. Aber der Donner trifft auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall neutral. Oh, oh. Ich sag ja, Dragoran würde uns wahrscheinlich nochmal ein bisschen ärgern. Oh, Pikachu schon down. Ich hatte erwartet, dass er doch noch ein bisschen mehr zieht als nur so ein bisschen. Dann machen wir so. So, Steinhagel hinterher. Und wir probieren es mal mit Kaskade. Ich
Dragoan ist auf jeden Fall erstmal verwirrt. Und ich hoffe, dass der. Ich hoffe, dass der Steinhagel jetzt die letzte Variante ist. Okay, Steinhagel trifft hier bittererweise nicht. Oder mich gerade. Deswegen greife ich jetzt gerade mit. Gut, er verliert seinen Zug durch diese Verwirrung. Und der Steinhagel trifft Dragoran. Und das war's für Siegfried, liebe Leute. Und das ging eigentlich schnell. Das Dragoran hat uns ein bisschen vor Probleme gestellt, aber soweit hat's funktioniert. So. Ja, Dragoran, das Siegfried ist down. Ja, das war's schon. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so Probleme hat, so wenig Probleme haben mit ihm. Ja, damit bist du aber eigentlich der Champ. Jawohl. Naja, nicht wirklich. Ich hab sofort. Dann, bevor ich dir zum Skill gratulieren kann, warte noch ein letzter Gegner auf dich. Und zwar. Professor Eich? Mein lieber Scholli, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg über Siegfried. Nanu, was schaust du denn so? Ihr habt perfektes Time, Professor. Deine Gegner im Kampf und ich lese. Professor Eich, natürlich. Was? Nein, es ist Jan tatsächlich. Also unser Rivale ist tatsächlich der Champ. Ja, den müssen wir also jetzt noch mal kurz eben plätten. Und dann sind wir tatsächlich der offizielle Champ der Pokémon-Liga. So. Ja. Auf. Aber erstmal würde ich das Team komplett heilen. Das ist unser Ziel. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Soll ich hier wirklich reingehen? In den alles entscheidenden Kampf brauche ich auf jeden Fall mein Team. So. Dann, let's go. In den alles entscheidenden letzten Kampf um die Krone des Champs in der Pokémon-Liga. So, da ist der gute Jan. Na, hallöchen! Ich weiß, dass er, glaube ich, mit dem Taurus beginnen wird. Bin ich froh, dich hier zu treffen. Ich hab's geschafft. Ich habe die Top 4 besiegt und jetzt bin ich der neue Champ. Yeah! Du wirst dich doch sicher noch an das, was es der Professor erzählt hat, wa? Als frisch gebackener Champ muss ich mich jetzt in der Pokémon in jeder Menge Trainer stellen, um meinen Titel zu verteidigen. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass du mein erster Gegner bist. Es gibt keinen Trainer, dem ich lieber zeigen will, weil ich es gebracht habe. Zeit für den Titelkampf und auf geht's! Und jetzt der Champfight! Ja, so viel haben wir nicht mehr zu tun. Aber jetzt erstmal dem Champ gegenüber treten. Und da fängt tatsächlich, so wie ich es erwartet habe, mit einem Tauboss an. Ich hätte Rizoros dazu wählen sollen, mal. Aber okay, das kriegen wir schon hin. Komm. Das Tauboss kriegen wir da und kommen. Oh, es entwickelt sich zum Mega-Tauboss. Also zieht er jetzt schon so einen Megastein. Also, ja. Aber wir grillen das, komm. 56 ist es. So, wenn jetzt. Aha, er ist paralysiert. Und er setzt Luftschiff an, der verfehlt. Und damit war es auch schon für seinen Mega-Tauboss. Adios, bye, Digga. Das hätte ich nicht erwartet, dass er jetzt schon so früh down geht. Also, Level 59 für Pikachu. Und er kommt jetzt natürlich mit Giflo. Das hatte ich eigentlich fast erwartet, dass er das macht.
Pokémon. Da habe ich natürlich mein Feuer-Pokémon nicht dabei. Doch, habe ich wohl. Oh, was mache ich denn? So, dann gehen wir jetzt rein. Dann ziehen wir Quappo zurück, weil das könnte uns sehr, sehr weh tun. Und wir greifen mit Labrador an. Ich paralysiere dieses Pokémon erstmal, damit wir überhaupt schon mal einen kleinen Vorteil uns haben. Oh, er setzt Solarstrahl ein. Also er möchte zumindest Solarstrahl einsetzen. Wahrscheinlich gegen Quappo. Hätte ich mir jetzt fast gedacht. Und dann gehen wir mal auf Flammenwurf. Feuersturm, Entschuldigung. Na, ja, sehr gut, Pikachu, sehr gut. Und das war's auch für Giflor wahrscheinlich. Und zwar Hallo. Das war schon für Giflor. Mhm. So, jetzt fängt er mit Galopp an. Ich muss immer mal wieder durchwechseln. So, Quappo rein. So, einmal kurz den kompletten Doppelwechsel. So, Rizoros auch. Also der Flammenblitz, klar doch. So. Jetzt setzen wir noch mal ein. So. Fast Galoppe down. Jetzt ist es aber definitiv down. Und das müsste eigentlich schon Nummer 3 gewesen sein. Giflor, Taubos, jetzt Galoppa. Ja, 3 hat er weg. Ich würde mich wundern, wenn er jetzt... Ne, Kokowai kann er nicht bringen, weil er hat ja Giflor gehabt. Er bringt Blitzer. Das ist okay. Das war mir klar. Also, tun wir ihm ganz klar weh. Ich vermute, dass er das... Oh, er setzt auf Dings. Er setzt tatsächlich auf... So, dann hätte er jetzt getroffen, wäre mir das egal gewesen sogar tatsächlich. Aber dann machen wir es jetzt komplett down. Und mit Blitzer fällt gerade bei ihm Nummer 4. So, Lamus. So, dann gehe ich auf Bisaflor und Pikachu zurück. Frage, was hat er noch als letztes? Die Frage ist, was hat er noch als letztes? Welcher Typ fehlt? Das war mir klar, dass er mit Psychokinese kommt. Ich weiß nämlich nicht, was er als letztes haben könnte. Sein Dame. Wenn er jetzt ein Dame hat, habe ich gewonnen. So. Lamus ist auch down. Knorga. Der Typ stimmte zumindest mal. Stimmt, der hat das Knorga noch. So, einmal Durchbruch. Damit ist das Thema erlischt. Wir sind der neue Champ. Yes! Tschüss, Knogger. Das war's. Und wenn ich mal so ehrlich bin, ein kleines Fazit ziehen darf, hat mir der Pokémon-Liga tatsächlich nicht mal so wirklich ein Problem. Wir haben zwar nicht immer die höchste Level gehabt, aber wir hatten die besten Pokémon. Und wir konnten immer mal wieder im Team durchwechseln. Ach, Mann.
Ach, das war's wohl mit meinem Siegeszug durch die Pokémon-Liga. Jetzt bist du der neue Champ. Es hat zwar nicht lange gedauert, bis du mich am Thron geschossen, aber naja, immerhin habe ich jetzt ein neues Ziel, auf das ich hinarbeiten kann. Dich zu besiegen. Kev? Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt der neue Champ der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, dass du dich damals mit Pikachu auf den Weg gemacht hast, um den Pokédex zu vervollständigen. Hast du jetzt ein erfahrener Trainer gewonnen. Ich bin sehr stolz auf dich. Jan, auch dir gilt meine aufrichtige Anerkennung dafür, dass du bis zuletzt gekämpft und nicht einen Moment daran gedacht hast, alles zurückzuwerfen. Als ich euren Kampf über die Schulter gesehen habe, war ja für mich ganz deutlich zu erkennen, wie sehr dir die Pokémon und Kev am Herzen liegen müssen. Ich fürchte, deshalb hast du dich zu sehr zurückgehalten. Deine große Stärke hat sich in diesem Kampf also möglicherweise als Schwäche erwiesen. Aber wie dem auch sei, ihr beide habt wirklich einen hervorragenden Kampf abgeliefert. Hey, danke, Professor. Kev, du hast verstanden, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war, ja? Deine unvergleichliche Beziehung zu deinen Pokémon hat dich dahin gebracht, wo du bist. Na gut, dann komm mal mit. Na los, geh schon. Speichert sich. Herzlichen Glückwunsch. Das hier ist die Ruhmeshalle, in der alle Champions der Pokémon-Liga sowie ihre Pokémon für ihre Heldentaten ausgezeichnet werden. Wenn ein Trainer mit seinem Team in die Ruhmeshalle einzieht, werden ihre Namen bei einer feierlichen Zeremonie hier verewigt. Kev, du hast hart gekämpft, um die Herausforderung der Pokémon-Liga zu bestehen. Um das zu würdigen, bist jetzt auch du zusammen mit deinem Pokémon hier verewigt. So. Perfekt gemacht. War gut auf jeden Fall. So, während die Intro-Musik abläuft, gehe ich mal kurz wohin und wir sehen uns gleich wieder, wenn das Intro durch ist. Also nicht das Intro, sondern das Auto. Ja, unsere Pokémon werden vorgestellt. Und dann geht's bald weiter in der nächsten Folge auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber wir. Es läuft noch ein bisschen. Ein kleiner Film ab. Los geht's. Bin ich auch wieder da. Also der kleine Film läuft durch. Der hat nochmal so ein bisschen ein kleines Resümee zu unserem bisherigen Abenteuer ist. Also klar, jeder weiß natürlich, der Pokémon kennt, was jetzt noch fehlt. Uns fehlen nämlich noch drei legendäre Pokémon in diesem Spiel. Das heißt, es sind noch Arctos, Zapdos und Mewtwo offen. Das weiß ich auch. Und das werden wir auf jeden Fall auch noch tun. Die werden wir nämlich jetzt fangen. Und dann müssten wir eigentlich durch sein mit dem Let's Play.
Und ich würde sagen, wenn wir da tatsächlich nochmal... Was müssen wir das eigentlich machen? Weil eigentlich haben wir nämlich als nächstes noch... Also wir hätten ja noch die Möglichkeit, die Rückkämpfe zu machen. In der Pokémon-Liga. Ich gucke gerade nämlich nach, es gibt welche noch. Aber so dramatisch, wo sind die nämlich nicht? Die stärkste von ihm ist 66. Ich merke, wenn wir spätestens beim YouTube-Team haben, ist das wegen Kinderklacks. Ich glaube, wir machen aber die Rückkämpfe nicht. Oder wollt ihr es machen? Ihr könnt gerne natürlich auch in die Kommentare schreiben, ob wir sie machen sollen. Aber wir gehen jetzt auf der Suche nach der legendären Pokémon. Es fehlen ja auch noch eine bzw. zwei Routen, die beiden Wasserrouten. Einmal die, die östlich von der Zinnoberinsel. Und die südlich von Fuxania City, die zwei Routen. Die werden wir auf jeden Fall noch abarbeiten. Weil die Trainer müssen wir noch besiegen. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Weil wir wollen ja, wie gesagt, noch Arktos irgendwie uns organisieren. Und das Arktos wird meiner Meinung nach neben Mewtwo der längste Weg. Weil Zapdos dürfte nicht so lang werden, der Weg. Wie gesagt, das ist Kraftwerk, das ist hinter der Route, wo es Richtung Felstunnel geht. Wer sich erinnert. Da, wo wir Lorelei das erste Mal getroffen haben. Und ja, das werden wir aber jetzt als nächstes dann so nach und nach machen. Ah, Pikachu fühlt sich natürlich wieder heimisch. Ich finde es cool gemacht einfach. Nicht wirklich. Die Hauptstory ist zu Ende. Eigentlich. Also wir haben alles geschafft, alle Orden. Hallo, ich bin's. Ich schätze mal, hier ist noch oben, oder? Ah, danke. Hey, komm mal hoch, ja? Morgen, Champ von Kanto. Na, gefällt es dir auch nicht, Sven? Gefällt dir persönlich also sehr an den Titel. Wenn ich erstmal in Fahrt gekommen bin, gehört der Ruckzuck mir. Aber das ist erstmal egal. Hast du auch schon diesen super starken Pokémon gehört? Was? Ja, muss ich haben, meins? Ja, ich wusste doch, dass ich das reizen würde. Das Pokémon hier von der Azuri City gezichtet. Gibt es sich dort in irgendeiner Höhle versteckt. Was sagst du? Gehen wir suchen? Ja klar, wenn zuerst fangen, gewinnt. Aber, wie gesagt, werden jetzt erstmal uns Zapdos holen. Das wird heute der Fall sein. Morgen machen wir dann, fangen wir dann wahrscheinlich mit den Routen mit Arktos an. Und dann holen wir uns Mewtwo. So, zum krönenden Abschluss. Dann geht's auch mal in die Rematches der Pokémon-Liga. Ich mach's ja nämlich doch. Sie gehören ja quasi dazu. Du kannst jetzt überall auf dem Rücken von Glurak, Aerodactyl und Dragoran durch die Lüfte fliegen. Hey, ich weiß, genießt gerade den Moment, in dem deine Welt größer geworden ist. Aber, ist du dich an mich? Ich bin Axel von Route 1. Jetzt, wo du Champ bist, habe ich deine Neuigkeit will ich. Überall Kaltos und Trainer aufgetaucht, die den Umgang mit einem bestimmten Pokémon gemeistert haben. Sie nennen sich Meistertrainer. Ich an der Stelle würde mich für den Anfang an der Pikachu-Meisterin versuchen. Du findest mich bestimmt irgendwo im Vitania halt. Wenn du mehr wissen willst, frag mich einfach. Ja, sowas wie Meistertrainer auf jeden Fall. Gut, aber wir haben noch ein bisschen was zu tun, würde ich sagen, liebe Leute. Wir gehen uns, wir fliegen kurz nach Azuria City. Nein, wir holen noch nicht Mewtwo, wir holen uns erstmal. Oh, wie cool, Pikachu, vielen Dank. Ein Mini-Strauß, ein Mini-Strauß, der jetzt auch völlig mit viel mehr Fernsehen mit ganz besonderen Trainer gesteckt wurde. Ja, wie cool ist das denn? Dankeschön. So, wir gehen geheime Techniken, wir müssen den Himmelsritt machen. Wie gesagt, wir fliegen nach Azuria City und dann, ja, können wir nämlich... Das ist das Kraftwerk, das ist hier. Also wir müssen ein bisschen uns... brauchen ein bisschen Weg. So. Dann dauert die Folge tatsächlich wieder länger, als ich es eigentlich gedacht habe, weil eigentlich hat sie nicht so lange gedauert. Na gut, ich würde mal sagen, wir machen Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Und dann geht's daran, uns das nächste legendäre Pokémon zu fangen. Bis dahin, auf Wiedersehen.